Hans-Jörgen Stegler mit den fröhlichen Sängern und den Schabelberger Musikanten und der Günther Klein. Wir haben wieder, meine Damen und Herren, sehr viel Post erhalten, darunter verschwindend wenig falsche Einsendungen. Kein Wunder, wer kommt bei dem Stichwort Rotkäppchen nicht sofort auf Freiburg. So geht es in der Post fast ausschließlich um Wein und Sekt. Und so meint denn auch Marianne Lehmann aus Wurzen, sollte ich ein Souvenir erhalten, bitte halbtrocken. Christine Henschel aus 7901 Theisa möchte dem Kollektiv der Gaststätte Ratskeller ein herzliches Dankeschön für die schnelle und freundliche Bedienung sagen, denn auf der Fahrt nach Kölle da zur Mutti kehren die Henschels immer wieder gern im Freiburger Ratskeller ein. Bitte schön, also nicht wahr? Gerhard Apel aus Merseburg würdigt einen Mann, der mit dieser Stadt wie mit dem Sport, ähnlich wie Turnvater Jan, sozusagen verheiratet ist. Er hat im Bezirk Halle wie in Freiburg Sportgeschichte geschrieben, Erich Triebe. Wir übermitteln diese Grüße. Lieber Alexander Jisch, aus dem Gedicht von Alexander Jisch kann ich nur wenige Zeilen verlesen. Fährt man von Naumburg mit der Bahn dorthin, wo einstens Vater Jan die deutsche Turnerschaft begründet, dann hat's bald im Kopf gezündet. Dort reift im Lande unser Wein. Das kann doch wohl nur Freiburg sein. Schön finde ich die Zeilen. Der einst gehörten Burg und Wein den Herrn von Adel ganz allein. Nun trinkt der Bauer selber Sekt, der auch den fleißigen Kumpeln schmeckt. Nun sind ja unsere einheimischen Weinvorkommen an Unstrut und Elbe eine europäische Besonderheit. Vielmehr im Norden gibt es keinen Wein mehr. Aber unser nächster Gast, der kommt aus einem ausgesprochenen Weinland aus Bulgarien. Begrüßen Sie Valentino.